Dann würde ich gerne am Freitag live gehen. Freitag, Samstag, Sonntag würde ich gerne live gehen. Montag bin ich dann, wie gesagt, nicht da. Dann am Dienstag kommen wir live abends zu meinem Geburtstag, bisschen chillen. Und dann bin ich Mittwoch, Donnerstag nicht live. Und dann ab Freitag am 16., da fährst du dann wahrscheinlich auch schon wieder, da ist hier ein Monat weg, sind wir dann das komplette Wochenende live für die Worlds. Okay? Das heißt, Worldstream wird allgemein crazy. Ich hoffe, ihr habt alle in der Zeit Zeit. Trinkt nicht zu viel. Ich try my best. Ich halte eh nicht mehr so viel aus. Ich bin eh ein Opfer. Eigentlich nicht. Eigentlich ist es schon ganz gut. Ich hoffe, ihr habt nächste Woche Wochenende Zeit, Chat. Denn nächste Woche Wochenende sind die Worlds, die Pokémon Worlds. Wir bekommen hoffentlich neue Pokémon-Infos. Und, viel trinken ist nicht cool, außer Wasser. Fact. Und wir werden Freitag, Samstag, Sonntag, Chat. Ist Freitag, Samstag, Sonntag? Ist auch von Sonntag auf Montag? Boah, ich weiß gar nicht. Könnte sein. Auf jeden Fall. Oh, Supernova ist auch nächstes Wochenende, damn. Ja, wir streamen vom 21 Uhr abends. Sind Worlds nicht übernächstes Wochenende? Nee, nächstes Wochenende. Also, ja, nächste Woche Wochenende, meine ich. Nächste Woche Wochenende. Meinte ich. Mit nächstes Wochenende. Nächstes Wochenende meine ich nicht dieses Wochenende, sondern, ne, ihr checkt schon. Also, 16., 17., 18. sind Worlds. Pokémon Worlds. 16., 17., 18. sind Pokémon Worlds. Das Ding ist aber nur, in Hawaii oder beziehungsweise auf Hawaii sind, kannst du nicht bringen, ich kann ja die Pokémon Worlds nicht verschieben. Deswegen sprich mal in genauen Daten. Ja, vom 16. bis 18. Chat. Ich kann ja die Pokémon Worlds nicht verschieben. Doch, mach. Ja, doch, hä? True. Ich sag kurz Bescheid. Auch mal anstrengend, Timo. Das heißt in Hawaii. Hä, das heißt safe auf Hawaii. Ich habe letztens noch gegoogelt, weil ich es für einen Short aussprechen musste. Hier ist direkt auf Google steht, ist es auf Hawaii teuer? Wo ist der schönste Ort auf Hawaii? Wie ist die Sprache auf Hawaii? Was kostet ein Essen auf Hawaii? Alle sagen auf Hawaii. Ja, weiß, ein Staat, keine Insel. Aber das steht überall auf Google. Ich habe extra gegoogelt. Weil ich es für einen Short ausgesprochen habe. Hier steht überall auf Hawaii. Auf Google. Weißt du, Staat, keine Insel? Safe auf Hawaii, weil Insel. Ich glaube, aus heißt auf Hawaii, weil Insel. Also klar, es ist ein Staat, nee, das weiß ich schon. Aber ist ja trotzdem eine Insel, oder? Safe, Rob. Safe. Genau, deswegen. Das wird ein bisschen crazy. Weil dort ist 12 Stunden Zeitunterschied. Guck mal, heißt es auf Hawaii oder in Hawaii? Das habe ich. Heißt es auf Hawaii? Oder in. Das heißt in Hawaii, nicht auf Hawaii. Ja, juckt. Die Big Island offiziell in Hana ist die größte Insel. Hawaiianischen Effects. Nur weil viele Leute blöde Sachen schreiben, heißt es ja noch nicht richtig. Naja, ich habe jetzt in gesagt, auf Hawaii gesagt, juckt. Werden die Leute mit leben können. Wenn nicht, werden die Leute Kommentare schreiben, oh, das heißt aber in Hawaii. Es wird niemand schreiben, es wird niemanden jucken. Juckt auch einfach nicht. Auf jeden Fall, genau, was ich sagen wollte. In Hawaii, okay? 12 Stunden Zeitunterschied, das heißt, wir werden nächste Woche Wochenende, 16. bis 18. werden wir von 9 Uhr abends, Chat, wenn es bei uns 21 Uhr ist. Alter, cool, was geht? Wenn es bei uns 21 Uhr ist, werden wir live gehen bis 9 Uhr morgens. Okay? Checkt ihr. Checkt ihr. Nächstes Wochenende sollte passen. Da läuft der Stream mindestens im Hintergrund. Ist ja nichts vor. Sehr geil. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Weil einige unserer Freunde sind natürlich da, Chat. Achte auf, ja, safe, Stormy, safe. Das ist okay, ich werde halt wie so Nachtschicht arbeiten, weißt du? Ich glaube, es wird okay sein.
Mir geht es sehr gut. Gustav, genau die Zeit, wo ich was vorhab. Egal, Leute, lass es außen. Setz dich ins Hotel und schau Stream. Moin Jakob, es geht. Ja, deswegen. Das wird crazy. Das wird sehr, sehr crazy. Ich würde heute auf jeden Fall die Randomizer weiter Stream-Chat. Allgemein, auch mal besten, Leila. Ist so. Mir geht die sehr gut, Jakob. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Supernova wird so insane. Wann ist jetzt Supernova, Rob? Diese Woche? Heute dann 24er mit Mario 64, sagst du? Oha, gute Idee. Hotel mit dem Semi-WLAN hier statt live. Ja, heck, klingt ja übergeil. Ja, genau, wir müssen auf jeden Fall gucken. Weil, okay, Chat, jetzt mal kurz Real Talk, okay? Jetzt ist es ein bisschen crazy. Ich habe wieder den Timo gemacht, okay? Ich habe wieder Pläne verworfen und umgeschmissen. Ich weiß, komm, lass gut sein, Chat, okay? Lass nicht drüber reden. Wir nehmen es jetzt einfach so hin, okay? Wir diskutieren da gar nicht, wir nehmen es jetzt einfach so hin, okay? Okay, pass auf. Pass auf, Chat. Pass auf. Pass jetzt auf, Chat, okay? Okay. Was geht, Lufra? Was geht? Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, was anderes erwartet hat, ist straight up delusion. Ist nicht so ultra schlimm. Da muss man nicht mal enttäuscht sein oder so. Body Cap, was geht? Es ist nichts Schlimmes, okay? Es ändert sich nicht viel. Okay, pass auf. Ich erkläre es euch anhand eines Graphen. Und mit einem Graphen meine ich wünsche, es wäre Paint, aber es ist leider nur WordPad. Okay? Checkt ihr? Pass auf, Chat. Okay, also. Okay. Ich glaube, ihr versteht noch nicht. Also. So. Ich habe mir Gedanken gemacht, okay? Hab ein bisschen auch mit Heizel getalkt und so. Also. Unser Plan war es... Das hier war unser Plan, okay? Das hier war unser Plan. So. So. Okay? Das war unser Plan. Und mir hat Heize ein bisschen Floh ins Ohr gesetzt. Weil es ist schon, also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie eine Existenzkrise habe oder so. Hi, Kev, übrigens, was geht? Okay. Heizel hat so ein bisschen, wir haben uns so ein bisschen Gedanken gemacht und haben uns so gefragt, so, wer bin ich, okay? Wofür kennt man mich? Welche Position habe ich auf YouTube oder auf Social Media so? Und ich bin ja einfach der Pokémon-Andy. Ich sage nach wie vor, es gibt keinen deutschen Pokémon-YouTuber, der so viel Ahnung über Pokémon hat wie ich. So. Und da haben wir uns halt Gedanken gemacht, womit ich mein Wissen investieren kann. Du kannst eine Faust in den Mund stecken. Oh, oder das. Der Typ in dem dicken Schlauch. Competitive gesehen? Allgemein. Allgemein, auf alles. Competitive bin ich nicht der Beste, aber so auf das komplette Pokémon-Spektrum habe ich am meisten Ahnung von allen auf YouTube. Ist einfach so. Kann mir niemand streitig machen. Probe Weise. Alle der dümmsten Fleet-Episoden. Aber allgemein. Also Safe Call. Aber ich meine halt so auf das komplette Pokémon-Spektrum gesehen, wisst ihr? Also auch so Spin-Offs und den ganzen Shit, da bin ich einfach drin. So. Und... Na, hundertprozentig. Ich sage, es gibt keinen anderen deutschen YouTuber, der mehr Ahnung hat als ich. Safe Call. Ich wüsste gar nicht, wer auf dem zweiten Platz ist. Ich glaube, ich würde actually Real Talk... Ich glaube, ich würde sogar Downy sagen. PJ. Ich glaube, ich würde schon fast Downy sagen. Bunter.
Ich kann ja gar nicht einschätzen, wie gut so ein, wie viel so ein Tim weiß. Zweites Hate, Michi. Michi hat es so übelst. Ja, Johanna, dankeschön für den Resub, dankeschön für 36 Monate. Michi hat doch mies reingeschissen bei dem dann der dümmste Flieg bei Flo letztes Mal, oder? Ich hab's noch nicht geschaut. Ich warte noch aufs Video. War okay. Ja, okay, ist ja Quatsch. Also ich sag. Naja. Keine Spoiler. Sorry. Nichts gesagt. Gewonnen hat Michi. Michael der Beste. Auf jeden Fall. So. Kommen wir wieder zurück zum Thema, Chat, okay? Geh jetzt nicht um Michi. So, auf jeden Fall haben wir uns halt so ein bisschen Gedanken gemacht. Und es gibt, wenn man mich fragen würde, was ist der Content, den ich selber auf YouTube am meisten konsumiere? Und jetzt ist es crazy, weil ich weiß noch nicht, wie sehr ihr mich dort seht. Und ich kann es verstehen. Ich weiß es selber noch nicht, okay? Und zwar sind es Video-Essays. Essays zu Themen, die ich ultra interessant finde. Ich finde, das Pokémon-Universum, Bikini-Videos, achso. Ich würde sagen so, das sei die der beste Difference. Michi ist international und nicht nur in Brasilien bekannt oder erfolgreich, weil er Praktiker ist. Timo ist Theoretiker und deswegen schauen ihn ein paar Dingos, inklusive mir, dabei regelmäßig zu. Wer sich seine Faust in den Mund schiebt und runs throat, respect the best difference, check ich. Aber unterschätzt nicht die brasilianische Community, okay? Unterschätzt man nicht meine brasilianischen Anhänger. Deswegen, genau, haben Bunter und haben Heiz und ich uns ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich kann es selber noch gar nicht einschätzen. Ich finde, wie gesagt, Essay-Content übelst cool. Das Einzige, worin ich halt, was mich immer davon abgehalten hat, Essay-Content zu machen, ist, dass ich schlecht im Script-Writing bin. Aber das kann ich ja lernen. So, wisst ihr, das ist ja eigentlich der perfekte Moment, um zu sagen, so, ich setze mich da jetzt hin, informiere mich im Vorfeld so ein bisschen, lese ein bisschen was, lese mich ein bisschen ein, wie man gut Scripts writet. Moin Zylinder, was geht? Was für ein Content? Essay-Content. Das sind so informative Videos, beispielsweise die Entstehung der Pokémon-Nuzlocke. Checkt ihr? Das ist zum Beispiel ein Essay-Video. Oder wie die Angeln das Pokémon-Universum für immer verändert hat. Als Beispiel so. Essay-Content, übelst geil. So. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, ich habe mir jetzt einige Themen schon rausgesucht, die ich interessant finde. Du Bloody Curse, es geht, dankeschön für 6 Monate. Sehr, sehr, sehr appreciate, dankeschön. Same. Und deswegen möchte ich jetzt auf dem Hauptkanal die nächsten Wochen 3 Essay-Videos austesten und gucken, wie die bei euch ankommen. Ja. Und der Plan ist es dann, long-term gesehen, okay, jetzt wird's crazy, jetzt wird's richtig crazy. Das hier ist mein long-term Goal. Yeah, sorry, also das wäre halt auf 3 Wochen aufgeteilt, ne? Also 3 Essay-Videos. Also ich möchte ein Essay-Video machen, dann erstmal chillen, nächste Woche kommt noch eins und dann darauf die Woche noch eins. Essay-Video, was genau hat man sich darunter vorzustellen? Schaut ihr Ulti? Ulti macht Essay-Videos, als Beispiel. Nee, nicht 3 in der Woche. Also wirklich, ich möchte erstmal nur 3 Videos machen. Das Ding ist doch, das meiste gibt schon im englischen Sprachraum. Da wird schwer, ein Thema zu finden, was neu ist. Ey, ich habe echt viele Dinge im Kopf, über die ich reden möchte. Gumumaya, was geht? Ich habe mir so ein bisschen... Ich kann euch mal, ja, mal vortragen, was ich mir jetzt so an Ideen aufgeschrieben habe. Das sind jetzt nur die ersten Ideen, die ich im Kopf hatte, okay? Da kann immer mal noch was dazukommen oder wegfallen oder so, wenn ich das doch nicht so spannend finde. Erstmal finde ich die Themen interessant. Wer ist Ulti?
Orb lebt einfach in der Mondschade. Challenges wie Arena-Leiter-Challenge. Arena-Leiter-Challenge? Was? Ist das eine peinliche Frage? Ja, Ulti kennen wir eigentlich schon, Sean. Den kennen wir eigentlich schon, den Kollegen. Oh, Cassidy, was geht? Was geht, was geht, was geht? Okay, Cassidy, was geht? Wo habe ich die Liste? Ich habe mir noch eine Liste aufgeschrieben. Habe ich die gelöscht? Nee, ne? Ansonsten habe ich es... Ja, nee, ich glaube, ich habe es gelöscht. Ansonsten habe ich es heiße geschrieben. Kenne ich auch nicht. Das ist okay. Also, Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, Chat. Okay. Pass auf, jetzt wird... Okay, jetzt wird erstmal wieder wild, okay? Haltet euch alle fest, Chat. Es wird crazy. Es wird turbulent. Es wird wirklich turbulent. Wirklich, das wird jetzt ein bisschen crazy, okay? Okay, 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 okay. Wir werden den Poma abbrechen und nochmal von neu anfangen. Hear me out, Chat, okay? Hear me out. Hear me out. Jetzt ist es ein bisschen crazy, okay? Jetzt ist es ein bisschen crazy. Okay. Na, hear me out, Chat. Okay, hear me out. Es wird jetzt ein bisschen crazy, okay? Pass jetzt auf, Chat, okay? Wir werden den Poma nicht nur komplett neu anfangen, sondern wir werden jedes Pokémon-Spiel in Zukunft zu 100% spielen. So. Checkt ihr? So. So. Und der Plan ist es dann. Und der Plan ist es dann. Nee. Den führe ich aktuell gerade nicht. Aber der Plan ist es dann, auf dem Zweitkanal einen Zusammenschnitt davon zu machen. So von mäßig so, was passiert, was passiert, wenn du das Spiel zu 100% durchspielst? Also wir werden wirklich, schon mit PMD und so, ja, alle. Wir werden alle Pokémon-Spiele zu 100% spielen. Und dann kommt auf dem Zweitkanal ein Video dazu, wie ich ein Spiel zu 100% gespielt habe. Und auf dem Main-Channel, auf meinem Zweitkanal, auf Razer Pokémon-Videos. Und auf dem Main-Channel kommt dann ein Video, in dem ich die Story und das Spiel innerhalb in so einem Zeitraum von 10 bis 20 Minuten erkläre. Checkt ihr? Das heißt zum Beispiel Pokémon Rot in 10 Minuten. So wie Ruffy seine Videos quasi macht zu Anime, mache ich quasi ein Pokémon-Game in so und so 4 Minuten. Checkt ihr? So für Leute, die zum Beispiel die Games noch nicht, was heißt 100%, also mit Pokédex und so, ja. Ja. Moin Jin, was geht? Also gerade bei den neueren Games kann man sich da ja ein bisschen geil dran richten, weil das ist ja so die Trainerpässe, ne? Das sind dann natürlich der Maßstab quasi. Wenn du den Trainerpass fertig hast, dann hast du das Game zu 100% gespielt. Aber ja, das wird auf jeden Fall interesting. Ich glaube, der Aufwand ist einfach viel zu groß, als was bei dem Video dabei rumkommt. Das werden wir am Ende aussehen. Das werden wir herausfinden. Ja, ja. Also wir werden da auf jeden Fall reindippen, Chat. Wir werden da auf jeden Fall reindippen. Das wird crazy. Ich habe da Bock drauf. Ich habe da wirklich, wirklich Bock drauf, okay? So. Und dann wird es auch, haben wir ein Video für den Zweikanal, für den Hauptkanal. Dann gibt es ein Video. Also ne, ich will jetzt noch weiter die Essay-Videos erstmal vorlesen, die Pläne, die ich habe. Könnt ihr mal sagen, wie ihr die so findet? Würde mich auf jeden Fall interessieren. check ich. Und zwar wird mir die letzten Tage jedes Mal dieses eine Video vorgeschlagen. Jedes verfickte Mal. Und ich habe es mir noch nicht angeschaut, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber, das kann sein, sorry. Das kann sein. Wir werden es herausfinden. Ich habe auf jeden Fall Bock, wir werden es tryen.
Und dann im Nachhinein kann man ja immer noch was dazu sagen, ne? Habe ich auf jeden Fall Bock. Auf jeden Fall wird mir die ganze Zeit dieses Video vorgeschlagen. Und bei mir ist es so, Chat, wenn ich eine Idee sehe, die ich gut finde, dann will ich mir das Video dazu nicht angucken, wenn ich die Idee selber machen möchte. Und theoretisch gesehen könnte ich mir das angucken, weil es halt nicht auf Pokémon bezogen ist. Aber ich kriege die ganze Zeit dieses Video hier empfohlen. Und ich möchte das zu Pokémon machen. Worst parts in every Pokémon game. Fände ich, glaube ich, geil. EBD. EBD. Check MD. EBD. Ja, das würde ich, glaube ich, gern mit Pokémon machen. Die Idee finde ich sehr cool. Weil da habe ich auch eine sehr gefestigte Meinung. Wie schreibt man denn? E ohne E? Tja. Worst parts in Pokémon Ranger, ganzes Spiel einblenden. Auf jeden Fall würde ich dazu gerne ein Video machen. Ich würde gerne am liebsten mit den Essays am Anfang ein bisschen von meiner persönlichen Meinung weggehen und eher Essays über Allgemeinthemen machen, über objektive Dinge, checkt ihr, und weniger subjektive, weil am Anfang ist so ein bisschen, wer bin ich, dass Leuten meine Meinung juckt, so wisst ihr. Aber das ist vielleicht ein Video trotzdem, was ich schon relativ früh am Anfang machen wollen würde, weil ich das wirklich sehr spannend finde. Wieso Gen 5 objektiv die beste Generation ist und jeder Gen 5 nicht feiert, unentdeckte psychische Störungen mit sich trägt. Ich sag wirklich Real Talk, Gen 5 ist meiner Meinung nach die objektiv beste Gen, aber nicht subjektiv. Subjektiv ist die Gen 5 nicht mal meine Lieblings-Gen. Ist bei einem Essay nicht die Idee, also dass es halt objektiv ist. Ja, aber es gibt auch subjektive Essays. Also, es ist beides, ne? Du kannst subjektive, aber auch objektive Essays machen. Du kannst auch ein Essay-Video darüber machen. Zum Beispiel Ulti hat letztens als Beispiel ein Video gemacht, seine Lieblings-Zelda-Dungeons. Und das ist auch ein Essay-Video, aber halt mit subjektiver Meinung. So. Genau, das wollte ich aber auf jeden Fall machen. Worst parts in every Pokémon game. Finde ich es spannend. Dann. Der schwerste Gegner in jedem Pokémon game. Johnny, dankeschön für den Reset, dankeschön für 37 Monate. Kuss, Kuss, Kuss. Schwerste Gegner in jedem Pokémon-Game. Was die schwerste Challenge, kann man allgemein so auf sowohl Spin-Offs als auch Main-Games machen. Das ist sehr süß, Maya. Danke, dass du das sagst. Dankeschön. Freut mich wirklich sehr. Genau, größtenteils sind Essays objektiv, ja. Ich würde vielleicht überlegen, das einmal zu den Hauptspielen und dann zu den Spin-Offs zu machen. Aber es sind eigentlich wissenschaftlich gesehen immer subjektiv. Es kommt so ein bisschen drauf an. Also der schwerste Gegner in Pokémon, das ist wieder etwas, das würde ich versuchen objektiv zu betrachten, aber kann natürlich auch subjektive Meinungen reinfließen. Aber wenn ich zum Beispiel, ich will ein Video machen, und zwar, habe ich das aufgeschrieben? Genau. Die objektiv unbeliebtesten Pokémon-Spiele, okay? Ja, rede ich halt einfach über Pokémon-Games mit den wenigsten Verkäufen. Sagen wir mal Top 5 wenigsten verkauften Games. Und dann, also das ist halt objektiv betrachtet. Und dann sage ich natürlich eine subjektive Meinung dazu, warum das so ist. Versucht es natürlich aus objektiver Sicht zu betrachten, aber ist natürlich zu einem Teil natürlich subjektiv. Ich mache zwar meine Jokes und feiere es auch nicht so giga, wenn Projekte nicht durchgezogen werden. Aber das Wichtigste ist im Endeffekt, dass du Spaß an dem Content hast. Das ist für mich immer der Grund, zuzugucken. Hä, Maya, warum so lieb? Warum so nett? Warum so, hä? Dankeschön. Das freut mich wirklich sehr. Das motiviert mich sehr. Dankeschön. Qualf ist ein schlechter Indikator dafür, sie BDSP. Checke. Leider checke, hundertprozentig. Machst du Hard Gold noch fertig? Ja, das mache ich auf jeden Fall noch fertig. Steht sehr hoch oben auf der Liste. Mach ich, Maya, mach ich. Maya hat Scheiße gebaut. Nö. Gar nicht. Ja, deswegen, genau, das will ich auf jeden Fall machen. Dann, eine Idee, die Heizel hatte, muss ich halt erstmal gucken, wie viel Content es dazu gibt, aber er hat die Idee vorgeschlagen, weil er selber meinte, dass er sich das reinziehen würde. Er würde da so instant auf das Video klicken. Als letzte Linda bis später, und zwar, warum gibt es so viele Normalflug-Pokémon? Ich check die Idee dahinter und ich kann mir auch vorstellen, dass ich daraus ein Video machen kann. Er meinte, er findet die Idee ultra strong.
muss ich erst noch ein bisschen recherchieren, ob ich da ein geiles Video draus machen kann. Ja. Dann habe ich aufgeschrieben, genau, der Ursprung der Pokémon-Nuzlocke ist super interessant, finde ich. Jeder kennt Pokémon-Nuzlocks. Aber niemand weiß so wirklich, woher das kommt, checkt ihr? Ist okay, ist Typing fürs Early und designtechnisch logisch. Das ist natürlich sehr abgespeckt, darüber zu erzählen. Aber ja, stimmt eigentlich schon. Ja genau, und ansonsten hatte ich halt noch quasi wie Angeln. Genau, wie Angeln die Pokémon-Spiele für immer verändert hat quasi. Ich glaube, die Nuzlocke-Story ist nicht so bekannt, wie du denkst. Unbekannt, wie du denkst. Nö, die ist schon bekannt, hundertprozentig. Aber es gibt ja, aber nur für Leute, die sich auch mit dem Thema auskennen. Und ich glaube, es gibt ultra viele Leute, die Nuzlocks kennen, aber nicht, woher der Ursprung kommt. Und deswegen will ich dazu auf jeden Fall ein Video machen. Genau, dann habe ich da halt noch die Idee mit dem so in 10 Minuten. Quasi so Pokémon Rot in 10 Minuten. Checkt ihr und so weiter und so fort. Tja, Leute, das wird dann natürlich, das wird dann Thema fürs Video sein. Und ich habe die Idee, so ein bisschen Charaktervorstellungen zu machen von Charakteren, die meiner Meinung nach wichtig sind, aber einige Leute nicht kennen. Zum Beispiel, mäßig, wer ist eigentlich Wollo? Und so ein bisschen die Story hinter Wollo erklären, hinter dem kompletten Charakter. Oder wer ist eigentlich AZ oder so. Das sind meiner Meinung nach sehr wichtige Charaktere fürs Pokémon-Universum, aber nicht jeder kennt die ganze Story. Und manche Charaktere bieten ultra viel Content. Die Idee kam mir, als ich in einen Track reingehört habe. Und zwar, warte, habe ich ihn? Ich glaube, ich habe ihn hier in meine Dings. Genau. Ja, Leute, das Ding ist halt, das ist natürlich ein bisschen catchy Titel. Aber das ergibt schon Sinn. Auf jeden Fall, das hier war der Track. Junge, ich am Schlafen und dieser eine Moskito um 3 Uhr nachts an meinem Ohr. Aber ich finde den Track nice. Ich finde, der Track bietet sehr viel. Ist halt ein Volo-Track aus Pokémon Masters. Und ich finde, der Track bietet sehr viel Build-up für so ein Video. Daher kam die Idee für mich, nur wegen dem Track. Das geht das Spiel, Juline. Check ich, Leute. Es geht. Eigentlich wollte ich das Video am Anfang nicht so nennen. Heißt, hat zu mir gesagt, yo, das muss interessanter verpackt werden, ansonsten huckt es die Leute nicht. Und an und für sich ist es. Ich will jetzt nicht das ganze Video spoilern, ne? So. Man kann am Ende gucken, ob man reinschaut und dann schaut. Ich würde nicht sagen, dass es Clickbait ist. Aber das sind so meine grundlegenden Ideen. Wie findet ihr die Ideen? Könnt ihr euch ehrlich sein? Also ich finde die Ideen eigentlich ganz cool. Und ich hätte, wie gesagt, ich habe einfach Bock, das auszuprobieren. Vielleicht sage ich am Ende, yo, das war's nicht für mich und das ist ja auch voll okay. Vielleicht juckt's euch ja gar nicht, vielleicht macht's mir auch gar keinen Spaß. Aber ich will es einfach mal ausprobieren. Weil ich an und für sich die Ideen, die ich habe, sehr cool finde. Und ich da auf jeden Fall Bock drauf habe. Bin alles Arsch, was nicht Hardcore-Nuzlocke-Content oder mal 64 ist. Ich weiß gar nicht, wieso ich hier bin. Weil wir gleich die Randomizer Hardcore-Nuzlocke in Karmesin und Purpur weiterspielen. Deswegen Stormy. Das, was Stormy sagt, ja, machen wir jetzt mal 64-Speedrun. Ich muss mir kurz Wasser holen, Sekunde. Krieg ich Durst. Messe ich gleich eigentlich für Dortmund an? Glaub nicht, nee. Ich hole mir kurz Wasser. Sekunde. Aber ich sehe mich, glaube ich, nicht in Dortmund, actually. Da können wir gleich nochmal kurz drüber talken.
Ich habe mir auf jeden Fall Gedanken gemacht. Wegen Dortmund und den Regionals und so. Aber ich glaube, ich habe irgendwie nicht so Bock. Also ich hätte schon Bock. Aber ich sehe mich in meiner aktuellen Position gerade nicht. Ich habe nicht so Bock, Geld auszugeben und kein Geld zu verdienen. Der Gedanke taugt mir gerade irgendwie nicht so. Dann fangen wir jetzt mit dem Poma 2.0 an. Wir fangen im Sabaton mit Poma 2.0 an wahrscheinlich. Ja. Da müssen wir halt noch gucken, wie wir das halt mit den Pokémon Games machen, wegen Extra Games und so weiter. Ich glaube, ich würde trotzdem immer Geld machen. Mach Spectator und ein Video draus. Sehr gut, habe letztens auch ein wenig gebrainstormt. Bin auf andere Ideen gekommen. Und war dann mit der Kreativität am Ende unzufrieden mit meinen Plänen. Jetzt sein zu hören ist einfach super, finde ich gut. Dankeschön, Vinny, dankeschön. Wirklich, das freut mich sehr zu hören. Ich danke dir sehr. Ich hab Bock auf jeden Fall. Ich hab Bock. Ich habe auch, long term habe ich sowieso Bock, wahrscheinlich auch. Ich habe mir, ich weiß nicht, ob ihr das Video von Nesflo gesehen habt, über seine Zukunft, über seine Kanäle. Ich habe mir das auf seinem VOD-Channel reingezogen. Und Flo hat ja auch gerade so ein bisschen gesagt, dass er weg von dem Dann-Kämpf-Mir-Content gehen will. Ne, ich würde wahrscheinlich komplett neu anfangen. Es ist, glaube ich, geiler für den Flow direkt von Anfang an zu sagen, dass ich das zu 100% zocken will. Und ich glaube, ich fühle ein bisschen, was er sagt, ein bisschen von dem Dann-Kämpf-Mir-Content wegzugehen. Ich sag wahrscheinlich immer mal wieder, zu neuen Games kann man das machen. Wisst ihr, wie ich meine? Wie so Wi-Fi-Battles. So, ich glaube, zu neuen Games, es ist immer ganz geil. Aber ich sag euch ehrlich, also die Dann-Kämpf-Mir-Videos machen schon Spaß, aber ich glaube, das ist echt wirklich so, da ist irgendwann so ein bisschen ausgebrannt, wie so Wi-Fi-Battles, 1:1. Ich meine, wie schon immer, macht das, was ihr am meisten taugt, probiere dich aus in verschiedenen Formaten und Ideen. Aber wenn du nie was langfristig umsetzt, kann sich nie Consistency einstellen und auch nie was snowballen. Hundertprozentig. Deswegen will ich auch nicht krass viel verändern. So. Wir gehen von dem Content weg und dann kämpfen wir. Genau das. Deswegen, also ich glaube, da bin ich gerade, nee, verstehe, hat Stormy zu 100% recht. Ich mag dann Kämpfe-Videos. Ja, aber es ist wie Wi-Fi-Battles. Man hat selber irgendwann nicht mehr so ultra Bock auf Wi-Fi-Battles. Klar, die Nachfrage ist immer noch da. Aber man selber sagt irgendwann so... Ja, man hat genug erstmal. Und dann zu einem neuen Game wieder ist man richtig drin. Dann hat man Bock. Aber halt auch... Ja, dann erst zu einem neuen Game. Ich bin sehr gespannt, was Legends EA mit sich bringt. Ob man auf Legends EA sogar vielleicht fighten kann oder so. Maya, was habe ich dir jetzt getan? Hallo. Was soll denn das jetzt? Nichts gesagt. Hab nicht mal Stormy's Diss vorgelesen. Nicht mal gelacht. Gar nichts. Du machst Auge auf mich. Ohne Grund. Nö, selber. Auf jeden Fall. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Wir nehmen dann Kämpfe-Content. Es wird bestimmt immer mal wieder hundertprozentig noch welche kommen, aber es ist jetzt so. Also, ich werde schon so ein bisschen am Anfang noch Content in die Richtung machen. Aber nach und nach so ein bisschen davon weggehen. Jetzt gerade ist, was dann kämpfen wir Content angeht, ist das der einzige Content, bei dem ich sagen würde, dass ich von der Idee bis zum Endprodukt am schnellsten bin. Ich weiß, wie ich die Idee umsetze. Ich weiß, wie mir schnell Ideen kommen. Ich weiß, wie ich die Idee gut umsetzen kann. Ich weiß, wie ich das schnell aufnehme. Ich weiß, wie ich das schnell schneiden kann. Und das Endprodukt ist fertig. Thumbnail-Idee genauso. Das ist das am einfachsten. Bei Essays habe ich noch gar keinen Plan. Und die Challenge-Videos probiere ich mich immer noch ein bisschen aus. Aber Mr. Maple, was geht? Und deswegen ist es das Einzige, was da gerade hingehend sehr geil ist, weil ich von Anfang bis Ende eines Videos schnell strukturieren kann und es am schnellsten bringen kann. Das ist am schnellsten zu produzierender Content, der trotzdem gut ankommt. Aber long-term gesehen würde ich wahrscheinlich dann eher auf dann Camping-Videos zu neuen Generationen dann wieder erst einsteigen. Checkt ihr? Da hätte ich wahrscheinlich, wie gesagt, das ist wie Wi-Fi-Battles.
Aber ich hasse Domtendo gar nicht, Sommi. Ich habe noch nie mit Domtendo irgendwie interagiert. Ich habe den mal auf einem Event gesehen, als ich eingeladen wurde von Nintendo, da war er auch da. Nicht ein Wort haben wir gewechselt. Nicht mal angeguckt haben wir uns. Ah, der Würfel dankt schon für 30 Monate. Kuss. Ja, check ich schon, Sommi. Check ich schon. Dann mach das mit Thomas Müller oder so. Checke. Ich würde aber auch nicht dem reden, den ich hasse. Ich glaube, Domtendo, ich weiß gar nicht, glaubt ihr, Domtendo weiß, dass ich existiere? Real Rap? Schlerei gegen Thomas Müller haben schon irgendwie Live-Goal. Und vermutlich auch dein Ende. Wahrscheinlich, ja. Wenn ihr wisst, was Timo im Hintergrund sieht über Domtendo, sagt man, Downy, safe. Meint ihr wirklich, Domtendo weiß, dass ich existiere? Ich weiß gar nicht. Kann ich gar nicht einschätzen. Dass du existierst, ja. Glaubt ihr echt, safe? Meint ihr? Ich habe noch nie irgendwas über Dominik's mal bei das Wiehorn fliegt. Boah, ich weiß gar nicht. Kann ich null einschätzen. Hast du Leute, als du denkst, bist du über deine Existenz trust? Ich meine, Trimax folgt mir auf Twitch. Das ist auch schon witzig. Der enjoyt einfach den nicen Pokémon-Content. Spaß gibt gar keinen Content hier. Aber das ist auch schon witzig eigentlich. Kann übrigens sein, dass ich meine Augenbehandlung selber bezahlen muss und sehr viel Geld brauche. Wenn ich da was mit einem Stream-Event planen sollte, kann man dich da anfragen. Anfragen kannst du mich immer für alles, Bruder. Ob ich dann in den Zeitraum kann, kann ich nicht gewährleisten. Aber anfragen darfst du mich bei allen. Er kennt mindestens dein Aldi-Video. Safe. Also YouTube, was geht? Aber ja, was Tommy sagt, alles Beste natürlich, hundertprozentig. Aber jetzt kommen wir wieder zum Ursprungsthema, Chat. Genau. Wir haben jetzt das Arena-Leiter-Ding fertig gespielt. Und jetzt müssen wir überlegen. Wir können aber kurz ins Dokument reingehen. Jetzt müssen wir überlegen, was wir als extra Challenge machen. Der wird 100% schon mal gefragt worden sein, ob er bei der GPL teilnehmen will. Ja, aber die Sache ist, setze sich dann damit auseinander. Na, ah, okay, checke, Bruder, checke. Oh, ich muss eigentlich, ja, machen wir morgen, oder? Ich muss noch die Nigiragis machen. Ah, machen wir morgen entspannt, oder? Würde ich sagen. Ah, morgen. Okay, also. Was auf dem Plan jetzt steht. Wie gesagt, also. Wir könnten jetzt sagen. Okay, ich will jetzt ehrliche Meinung von euch, Chat. Ehrliche Meinung, okay? Machen wir jetzt die Karmesin Hardcore Randomizer als Main-Projekt und machen erstmal nichts anderes, bis wir die durch haben. Oder machen wir zwei Projekte gleichzeitig? Ja, das stimmt schon, Leute. Aber ich würde wahrscheinlich die trotzdem. Ehrliche Meinung, wann mache ich 64 Channel Daily Grind Streams? Auch mit der Content, die ich am meisten konsumiere. Sagt ihr, Karmesin als Only-Content? Ich hätte schon Bock eigentlich so auf ein zweites Projekt nebenbei. Also ich kann ja mal aufschreiben, welche Projekte gerade zur Auswahl stehen. Okay? Wir haben zur Auswahl. Das kann ich nicht machen. Wir haben die Hard Gold Shiny Lock. Wir haben. Ich habe viele Dinge aufgeschrieben, die einfach nur ein. Also es sind keine längeren. Es sind nur so Einmal-Sachen. Dann haben wir den Shit. Emerald Rogue ist so tot, mein Lieblingsprojekt. Ich hasse alles hier, außer Whoopi. Hey, Emerald Rogue habe ich auch ab und zu noch Bock. Hundertprozentig. Da sehe ich mich zu 100%. Genau, die Alpha-Challenge auf jeden Fall. Dann Poma 2.0. Jetzt will ich nochmal schauen. Ich habe noch eine Liste aufgeschrieben mit Projekten, die ich geplant habe. Ob da noch irgendwas dabei ist, wo ich so sagen würde, yo, das
könnte man aufschreiben. Lass mich mal kurz gucken. Ja, das ist, das sind wahrscheinlich die Main-Projekte, die Long wie Poma 2.0. Ich habe eben gerade schon gesagt, wir beenden tatsächlich Poma und fangen nochmal komplett von vorne an. Mit dem einzigen Twist, dass wir in Zukunft jedes einzelne Pokémon-Spiel zu 100% durchspielen. Mit Afterstory, mit allem drum und dran. Das wird ein bisschen crazy. Ja, ich habe auch überlegt, die Alpha-Challenge sollte ich vor ZA rausbringen, ne? Die wird schon noch ein bisschen dauern, aber da müssen wir uns nicht hetzen mit. Aber das habe ich auch schon gedacht. Die Alpha-Challenge wäre smart vor ZA. Das ist so das Ding. Ja, check ich doch nicht, check ich. Aber ich habe da übertrieben Bock drauf. Du wirst trotzdem deine Randomizer nach so geben beim Poma. Boah, ich glaube, wir werden die Spiele eher casual spielen. Ich glaube, so Randomizer Nuzlocke und Nuzlocke allgemein würde ich wahrscheinlich dann eher als Extra-Ding machen. So wie wir jetzt die Karmesin Randomizer Nuzlocke machen. Aber nicht als Teil des Pomas. Poma wird dann wirklich alles casual auf 100% durchzocken. Tu wird immer mehr zum Casual-Sellout. Auch mal mit die Normies abholen, ne? Ne Nightbot. Aber ich mache ja trotzdem so Randomizer Hardcore-Nuzlocke, so wie jetzt Dings. Ich scheiße auf die Normies. Die Pokémon Dash 100%. Wird passieren. Und dann kommt dann halt auf dem Zweitkanal ein Video. Ich habe Pokémon Dash zu 100% gespielt. Und auf dem Main-Channel kommt dann Pokémon Dash in 10 Minuten. Checkt ihr? Nimm vielleicht erstmal eine Gen vor, die du zu 100% machst, bevor du den Poma direkt ankündigst oder nicht. Ja, das wird natürlich auch. Das wird ja long. Das wird ja übel lange dauern. War ein Razer Portuguese-Channel für die Brasilianer. Mit so einer portugiesischen AI-Stimme, ne? Alles nochmal mit portugiesischer AI-Stimme sprechen lassen. Das wär's eigentlich für meine Fanbase. Also, ich glaube, die Alpha-Challenge können wir auf jeden Fall nach hinten packen. Vielleicht ziehen wir wirklich erstmal die. Vielleicht ziehen wir wirklich erstmal die Karmesin-Nuzlocke durch. Vielleicht ziehen wir wirklich erstmal die Karmesin-Nuzlocke durch und starten dann mit dem Poba 2.0 rein. Weil da habe ich schon echt hart Bock drauf, ne? Sei ich wirklich ehrlich. Ich wirklich geisteskrank Bock drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich Pokémon Rot, Blau und Gelb da habe. Ich glaube aber schon. Ja, er müsste. Im Sabaton abends auf entspannt hat Gold. Wir müssen immer noch chatten. Wir haben da letzte drüber gesprochen, okay? Wir machen die Tage, setzen wir uns zusammen. Vielleicht machen wir das an meinem Geburtstag oder so. Entspannt, weil da talken wir wahrscheinlich eh viel. Setzen wir uns zusammen und planen den kompletten Sabaton. Ich habe mir mittlerweile auch Gedanken gemacht, wie wir, ja, die Sabaton-Games sind aufgeschrieben für den Sabaton selber. Also die bekommen einen festen Slot. Im Sabaton selber gibt es einen festen Slot für die Sabaton-Games, dass wir die zocken. Das schreiben wir auf jeden Fall mit rein. Genau, werden wir auf jeden Fall nochmal gucken. Aber wir werden auf jeden Fall alles planen. Wir werden einen kompletten Plan schreiben für den Sabaton. Und ich will einmal in der Woche so einen Special-Stream machen mit so Challenges, die ich aufgeschrieben habe. Da wird unter anderem kommen. Möchte ich dort bringen. Pass auf, Chat. Pass auf. Etwas, was nicht... Du stream auch drin. Ich muss noch mehr in Shape kommen. Ich habe jetzt wieder ein Homeworkout. Und wenn Lu da ist, wollen wir auf jeden Fall Ring Fit zocken. Das wird sehr cool. Aber etwas, was ich unbedingt machen möchte, Chat. Ich habe da so geisteskrank Bock drauf. Ich weiß nicht, wie cool ihr das findet. Aber ich finde die Idee davon so geil. Ich würde mir so sehr wünschen, dass ihr dort jetzt sitzen würdet und sagen würdet, Mann, das ist so eine coole Idee. Und zwar möchte ich innerhalb von einer Woche mit euch zusammen, wir sind jeden Tag live, jeden Tag 8 Stunden. Und ich möchte jeden Tag einen Pokémon-Speedrun lernen. Von
Tag 0 bis Tag 7. Wir werden am ersten Tag werden wir uns Guides angucken. Wir werden uns wirklich angucken, wie, also wirklich von 0 auf diesen Pokémon-Speedrun lernen, dann Tries machen und so weiter. Und dann am Ende des Tages möchte ich versuchen, Pokémon Platin Run irgendwie so 10 Leute oder so. Und das heißt, wir haben echt gute Chancen, da im Leaderboard vielleicht gar nicht so weit unten zu landen. Wenn wir Top 3 oder Top 5 kommen würden, wäre das so in 10 cool, weil das halt richtig geil fürs Video wäre, ne? Ein Speedrun innerhalb eines Tages lernen. Genau, und doch so schon einen halben Tag. Nee, eine Woche. Eine ganze Woche. Also ich nehme mir einen Speedrun, wahrscheinlich Pokémon Platin, und lerne den Pokémon Platin Speedrun innerhalb von einer Woche. Genau. Eine Woche für ein Game. Mit, ohne Glitches. Glitchless Runs. Wäre vielleicht Pokémon Hacks wie Unbound was? Kann man ja Essay oder Trend Review zu machen. Plus man hätte ja immer Notfall-Content. Für die Zukunft safe. Ich will jetzt erstmal gucken, wie das Arena-Leiter-Ding ankommt. Die Runs sind aber alle leider ziemlich boring. 80% davon ist RNG. Da ist fast kein Skill dabei. Du hast halt Map-Movement und so ein bisschen Strategie, die du aber die einfach im zweiten Monitor aufmachen kannst. Deswegen, ich habe da übelst Bock drauf. Ich finde das richtig cool. Ich mag das. Ich finde es richtig, ich würde richtig gerne Pokémon Speedrun. Ich schaue Gardamaniac und Wester heißt der, glaube ich, ne? Worcester Sauce. Die schaue ich richtig gerne. Pokémon Speedruns. Aber die haben noch nie Platin gerannt, als ich zugeschaut habe. Aber ich würde gerne Platin Run. Ich hätte echt richtig Bock drauf. Ich weiß wirklich nichts über diesen Run. Aber ich hätte da Bock drauf. Vielleicht ist Platin auch richtig kacke zu Run. Aber das finde ich cool. Ja, Hard Gold Run. Wärst du, glaube ich, aktuell viel, oder? Gardamaniac habe ich auf Dings. Habe ich mit Gen 3 sehr viel gesehen. Ja, okay, Wärst du genauso. Ich glaube, jeder kennt den legendären Clip, wo er Shiny Riles von Heiko gesehen hat. Und der hat früher Stadium teilweise über 26 Stunden am Stück gespeedrunnt. Das war crazy. Aber ich enjoy das. Er ist wirklich der krasseste Pokémon-Speedrunner. Hundertprozentig. Ein ob G-Manipulation lernen so fun ist. Aber wenn du dich da siehst. Ich hab da schon Bock drauf. Wenn du am Ende der Woche nicht eine bestimmte Zeit unterboten hast, 2 Stunden auf dem Timer, das wird wahrscheinlich nicht im Sabaton passieren. Aber, was ich im Sabaton machen möchte, Chat, jetzt müsst ihr mir zuhören. Ich möchte ein Schere-Stein-Papier-Turnier in Pokémon veranstalten. Das ist actually in Theory cooler als in Praxis. Das ist wirklich stumpfes Hoffen und Resetten. Aber probier. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Ich meine, es gibt diesen einen YouTuber, der macht so Videos über Pokémon Speedruns, wie die Pokémon Speedruns sich verändert haben teilweise und so weiter. Und das schaue ich auch immer, also habe ich auch mal in ein, zwei Videos reingeschaut, schaue ich auch wirklich gerne. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Sehr cool gemacht. Auf jeden Fall, genau. Ich werde ein Schere-Stein-Papier-Turnier in Pokémon veranstalten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt mit Nocturne. Da werden wir auf jeden Fall ein 8-Leute-Turnier veranstalten mit anderen YouTubern. Mit Winners und Losers Bracket, also so Double Elimination Bracket, da hab ich übelst Bock drauf. Da will ich hier wirklich so einen Anzug stehen, Kommentator machen. Ich hoffe, dass wir 8 Leute finden, dass ich nicht mitmachen muss. Dass ich das wirklich nur kommentieren muss. Das wird, glaube ich, richtig hyped sein. Das wird auf jeden Fall im Sabaton passieren. Da möchte ich Pokémon Karmesin und Purpur Geogaster Challenge machen. Ultra Bock drauf. Das wird richtig, richtig cool. Ich weiß nicht, ob ihr euch was darunter vorstellen könnt. Ich werde halt irgendwo... wir müssen dann erstmal schauen. Also ich werde wahrscheinlich 3 Episoden davon bringen. Einmal in Normal, in Paldea, dann einmal in Kitakami und dann einmal in der Blaubeerakademie. Es wird insgesamt 3 Folgen geben. Mehr wird es wahrscheinlich nicht geben, außer die Nachfrage ist riesig hoch. Und dann werde ich halt Screenshots reinschicken und die Leute müssen halt dann finden, wo ich bin. Checkt ihr? Habe ich auch schon mit den anderen... Weil sich Gradium oder auch ein bisschen gehen. Scheiße. Ist auf jeden Fall der Plan. Das wird sehr cool. Das Problem ist, wisst ihr, was das größte Problem ist? Retalk, alle Leute, die ich bisher gefragt habe, also nicht alle, aber fast alle, ob die Bock haben auf dieses Geogaster-Ding, haben fast alle gesagt, klingt eigentlich ganz geil, aber ich habe mir die DLCs nie gekauft. Ja, Downy, schau dich an. Ich schaue dich an. Also Downy ist einer von den Leuten. Es sind wirklich viele Leute, die sich einfach die DLCs nicht geholt haben. Das ist richtig kacke für meine Vorbereitung.
Das ist richtig kacke. Aber gut. Problem von Zukunft, Timo. Genau, die Geogäste-Challenge. Weil die auch Schmutz sind. Ja, ich sag, die erste Episode wird ja nur ein Paldea sein. Da kann ich dich ja mit einplanen. Und vielleicht geht das Video ja so viral, dass ich so viel Geld damit verdiene, dass ich allen Leuten hier mitmache, die DLCs kaufen kann. Gut. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und wir werden auf jeden Fall das Angelturnier veranstalten. Wir haben ja schon mal das Käferturnier gemacht. Wir werden das Angelturnier machen. Im Stream. Das sind wahrscheinlich die drei Main-Events, die im Sabaton stattfinden. Inklusive einem Among Us-Abend. Mit einer geilen Truppe. Bisher sind dabei Atrax, Bunta, Erdmano, Germi, Heizel, Hockey, Clay, Shimtex, Ulti und Filmriss Tim. Geile Truppe. Das heißt, die vier Hauptprojekte werden wir, das wird dann einmal, also ne, sind natürlich vier Wochenenden im Sabaton, ergibt ja Sinn. Werden wir immer am Wochenende einen Special Stream haben. Ich krieg dir doch nicht noch mehr Geld in den Rachen, wenn ich Capo selbst schon nicht so geiler finde. Check man. Check man. Kein Verstehen. Hallo Kirby, was geht? Aber das sind die Pläne. Findet ihr die cool, Chat? Ich habe eben deinen Tweet gelesen und dachte, du warst ein Solo-Cube fast Platin. Nee, TFT. So. Warum Poma 2.0, wenn Poma 1.0 noch nicht fertig ist? Weil wir Poma 1.0 abbrechen und mit Poma 2.0 starten. Punkt. Aber findet ihr cool, Chat? Ich brauche Impact. Ihr müsst mir Impact geben. Ihr müsst mir jetzt sagen, yo, ist cool, ist nicht so cool. Auch mal eure Meinung preisgeben. Ich lebe doch von eurer Meinung. Wenn du durchziehst, ist cool. Okay. Das ist doch schon mal gut. Angelturnier wird sehr cool. Angelturnier wird diesmal ein bisschen anders. Beim Käferturnier war es ja so, da habe ich ja einfach nur drei Leute eingeladen. Angelturnier wird diesmal open für alle sein, die streamen. Ja. Klingt grundsätzlich cool, aber ich kann nicht wirklich glauben, dass du dir 100% Pummel durchziehst. Ich auch nicht, aber... Stellt euch vor, das erste Video davon, ich mache das erste Video davon und eins von denen, entweder, dass ich das erste Game zu 100% durchgespielt habe oder das so und so in 10 Minuten geht viral, eins der Videos, das würde ja insane sein. Nee, Kirby, nee. Kann auch auf einer römischen Hauptstadt gespielt werden. Ja. Kann es. Darf halt nicht gespeedet werden, ne? Wer speedet, verliert. Aber es kann auf einer römischen Hauptstadt gespielt werden. Aber dann nennst doch nicht direkt Poma, sondern sag, du machst es erst bei einem Game 100%, dann schraubst du halt die... Ja, werde ich auch. Wo Stormy hier so ist, wann Mario 64, Köln und Keiler. Mann, ey, Chat, ich würde, wenn ich nicht wissen würde, dass wenn ich jetzt Mario 64 starten würde, dass 40 Leute gehen würden. Ist ja einfach so. Da bin ich leider ein bisschen gebrandmarkt. Okay. Was 100% ohne Tauschen? Kann man ja im Pokédex nicht vervollständigen. Wie machst du das? Entweder ich habe in der Theorie alles da. Ich weiß nicht, ob mein Linkkabel noch funktioniert. Entweder ich hole mir noch ein Linkkabel. Ist so, Downy, ne? Entweder ich hole mir vielleicht noch ein neues Linkkabel oder... Ich kann mir alle Pokémon ranholen und kann ja die ganzen Gameboy-Spiele ja trotzdem mit PK Hex. Ich kann in der Theorie das eine Pokémon von dem einen Spiel auf das andere legal packen. Das ist auch das Pokémon-Zuschauer schauen legit nur Pokémon. Na, ist leider so. Muss ich auch noch machen, Mona, ja. Vorteil, wenn du es nicht Poma nennst, kommen keine Poma-Dad-Jokes.
Ja, aber am Ende des Tages wollt ihr das sich so nennen, damit ihr da Jokes drüber machen könnt. Ist ja einfach so. Ja, dann packe ich. Oder ich mach's richtig, ich mach's richtig smart und nenn's Poma 2.0 und blackliste Poma im Chat. Boah, das wäre stark. Scheiße Story. Ich weiß gar nicht, welchen. Also ich kann schon wirklich viel erzählen, aber 7 Stunden Real Talk Stream, da hört es dann auch irgendwann bei mir auf. Marketing durchgespielt, wirklich so, ne? Nee, ich habe mich mittlerweile. Chat, ich sage euch wirklich, guck mal. Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass ich der Pokémon-Typ bin. Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden. Und für mich ist es mittlerweile so, ich liebe Pokémon. Okay, Pokémon hat einen richtig großen Stellenwert in meinem Leben. Aber für mich ist es mittlerweile so, ich will mich jetzt erstmal wirklich mit allem, was ich habe, nur auf Pokémon konzentrieren. Weil ich weiß, dass die Leute, hallo Solid, das geht. Weil ich weiß, dass die Leute darauf Bock haben. Okay? Und für mich ist es gerade ganz geil, weil ich spiele ja gerade privat Xenoblade 1 zu 100%. Und natürlich habe ich mir irgendwo gedacht, das könnte ich auch im Stream machen, das ist richtig geil. Aber es wird nicht so viele Leute jucken. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass für mich Pokémon, alles, was ich mit Pokémon mache, mache ich im Stream. Das ist okay, Leute, das ist okay. Alles, was mit Pokémon zu tun hat, mache ich jetzt nur zu Content. Alles, was nicht mit Pokémon zu tun hat, spiele ich privat. Und dadurch enjoy ich privat die Sachen viel, viel mehr. Weil ich weiß, dass, wenn ich das jetzt streamen würde, würden vielleicht 4 Leute zuschauen. Okay, ist ein bisschen übertrieben. Kuss geht an alle raus, die wirklich auch bei den anderen Sachen dabei sind, wirklich. Ich appreciate das sehr. Und es ist auch voll okay, wenn ihr hier nur da seid für Pokémon. Das ist vollkommen in Ordnung. Und nicht für mich als Person. Das ist vollkommen okay. Aber, ja, ich habe mich da mittlerweile mit abgefunden. Kannst du aufnehmen und mir dann privat schicken mit Commentary. Hallo Alf, was geht? Ich sage ja, letztes war ich auch auf dem Discord und habe dort privat gestreamt. Nur Nuzlocke-Content. Ich schaue halt legit nur ein ganz bisschen Downy. Shoutouts, Feature und hör deine VOD-Uploads an. Das ist echt süß. Aber fühle ich. Passt ja dann zu dem, was Downy mir letztes erzählt hat. Ich sag nichts, alles gut, ich bin ruhig. Bei Gameplay schalte ich hier immer ab. Scheiße. Sag ich Streamer-Regel Nummer 1, ich spiele, was du willst. Aber wenn man, wenn man einmal ein Pokémon drin hing, lassen die Leute das echt nicht zu. Ja, ist okay. Ich bin damit fein. Ich werde auch trotzdem zu anderen Games Content machen. Wir müssen mal gucken. Chat. Wichtige Frage jetzt. Hear me out. Jetzt brauche ich wieder eure Meinung. Okay. Okay. Also. Im September sind wir ja live mit dem Sabaton. Macht es nicht dennoch Sinn, auch andere Projekte on-stream zu spielen? Selbst wenn beispielsweise nur die Hälfte zuschauen, würden sind es doch immer noch mehr als nichts. Also wenn du privat spielst. Ich glaube nicht. Also theoretisch gesehen schon. Ich check, was du meinst. Damit kann man sich natürlich auch eine Reichweite aufbauen, aber es ist deutlich schwieriger. Ich glaube, lukrativer ist es eher, mit Pokémon die Reichweite. Mit Pokémon erreiche ich die meisten Leute und kann mir noch eine größere Reichweite aufbauen. Und dann irgendwann, wenn ich mir eine sehr, sehr große Reichweite aufgebaut habe, dann auf anderen Content, mit inklusive anderen Content zu switchen. Hallo Kay, übrigens, was geht? Und, zum Beispiel jetzt, okay. Sagen wir mal jetzt, ich habe, wenn ich Pokémon spiele, als Beispiel durchschnittlich 100 Zuschauer, okay? So. Grob gesagt, ist mal so. Wenn ich jetzt weiß, dass wenn ich nicht Pokémon spiele, davon, sagen wir mal grob, 30% zuschauen, habe ich 30 Zuschauer, okay? Ich glaube, am lukrativsten ist es, wenn ich versuche, meine Community mit Pokémon zu vergrößern, weil es am einfachsten ist.
Und dann irgendwann, wenn ich jetzt mal als Beispiel 1000 Zuschauer habe und davon dann 30% Zuschauer, 30% zuschauen, habe ich immer noch 300 Zuschauer, was immer noch insane viel ist. Ich will auch gar nichts dagegen sagen, ich bin auch froh über 30 Zuschauer, ne? So ist nicht. Aber ich glaube, dass das lukrativ klüger ist. 80% der Zeit, was funktioniert, und 20% der Zeit, das, was du passionate machen willst. Mit der Zeit kannst du die Prozente shiften. Genau, 100%ig. Aber jetzt gerade will ich erstmal wahrscheinlich 100% in Pokémon reingehen. Ich habe da wirklich gerade aus Content-Perspektive Bock. Aber, was ich sagen wollte, Chat. September. Haben wir. 26. September kommt Zelda raus. Wäre Ende des Sabatons. Wollen wir so in 2-3 Tagen das Game einfach durchspielen? Hättet ihr da Bock drauf? Dass ich wirklich sag so, yo, direkt zu Release, wir gehen 0 Uhr rein und zocken das dann einfach bis zum 27. wahrscheinlich einfach den ganzen Tag einfach nur Zelda und am nächsten Tag dann auch nochmal und dann sind wir wahrscheinlich durch mit dem Game. Ich hätte da schon Bock drauf. Ich würde das Game echt gerne direkt zum Release reingehen. Und es ist jetzt nicht wie Tears of the Kingdom, ne? TOTK braucht man natürlich viel länger. Da wollte ich mich ja damals, check ich, Grim, check ich. Du hast mir egal aus Dortmund, ja. Siehst du, umso besser, dass ich nicht in Dortmund bin. Das ist ja der Wahnsinn. Umso besser. Dass das währenddessen ist. Ja. TK darfst du halt immer nur streamen, wenn Maya nicht da ist. Die hasst das Game. Ja, da achte ich auch drauf. Wie ist der Umzug? Ich muss aktuell immer noch meine ganzen schriftlichen Unterlagen schicken an eine Wohnung. Also für eine Wohnung. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da on Stream sagen darf, weil. Ja, muss ich euch mal in Ruhe irgendwann alles erklären. Muss ich nochmal mit der Person drüber quatschen. Und da hänge ich gerade noch ein bisschen hinterher. Das muss ich auf jeden Fall machen. Ja. Hast du mein Main-Team bis zur ersten Liga geschafft? Und dann kam Koga. Riptide-Flosion. Damn. Aber strong. Ist schon fest. Jetzt ist nicht fest. Ist nicht fest. Zieh mal nach Madeira. Nee. Ist auf jeden Fall nicht fest. Aber ich sag mal so, es steht gerade eine Wohnung im Raum mit 0 Bewerbern. Aber die wird gerade sowieso noch kernsaniert und die wird wahrscheinlich eh erst Anfang nächsten Jahres fertig sein. Aber nur, ich muss auf jeden Fall die Unterlagen mal rüberschicken, damit ich da wenigstens die Absage oder Beschädigung habe, dass wir die eventuell bekommen. Weil selbst wenn's, wo ziehst du denn hin, dann hin, Essen? Das wäre dann in Düsseldorf. Ja. Und das wäre ja top. Da wäre ich sehr, sehr happy mit. Gerade nach dem Remake Solings kommen die Hack Solings. Ich hätte Bock zu. Boah, Chat, ihr wisst nicht, ne? Reim und ich, ne? Ihr wisst nicht, Chat, ihr wisst nicht. Huh. Ihr wisst nicht, Chat, ihr wisst nicht, was da auf euch zukommt. Ja, besser ist, Wupi, besser ist. Können wir ihn treffen in Düsseldorf? Dann let's go. Safe! Das vor 3 Monaten auch schon gesagt. Mit Reim und mir. Also das Ding ist, wir hatten eigentlich gesagt, Reim und ich, wir hatten letzten Sommer drüber getalkt und hatten gesagt, im September wollten wir eigentlich mit den Aufnahmen starten. Und dann ist mir aufgefallen, warte mal, im September bin ich den ganzen Monat live. Lass nicht September machen. Aber dann, Oktober, zu 100% gehen die Aufnahmen los für die Sonic. Warum ist Bayern so scheiße? Das sagt man. Ich finde niemanden, also fast niemand, der in Bayern wohnt, denkt sich so, ja Mann, Bayern ist es. Oktober habe ich Geburtstag, da geht's auch nicht, sorry. Ja, alles gut, Downy. Wir nehmen ja nur auf, alles gut. Jetzt ist die Frage, welches nehmt ihr? Wir haben schon gesagt, dass wir Usum nehmen.